Kaspar, beeil dich schnell! Oh Gott, was ist los? Nach Indien runtergraben. Oh. Nach Indien? Hm? Oh Gott. Okay, komm, schmeiß alles rein. Jedes Mal, wenn wir da jetzt ein Feuerwerk hinwerfen, explodiert das einfach, oder was? Alter, wir haben einfach Silvester frühzeitig heute gemacht. Ich sag's dir ja, Leute. Frohes neues Jahr hier. Das ist, glaube ich. Frohes neues Jahr. Ey, ich glaube, das China-Neujahr ist, glaube ich, jetzt schon oder so im Dezember. Ah. Das ist halt Alter, guck mal. Ja, aber das ist nur kurz vor unserem, glaube ich. Ich weiß, nur kurz vor uns. Denn wir haben nämlich noch viel, viel mehr Sachen, die wir holen können. Da vorne ist nämlich so ein kleiner Schock. Shop, meine ich. Schock-Shop? Okay, so ein Schock-Shop, so ein Bomb-Mart heißt das. Oh, nicht Supermarkt, sondern Bomb-Mart. Da gibt's sogar Minecraft-TNT. Ich sehe es gerade. Und so auch so Affen und so. Als wenn, wie cool. Ja, man kann jetzt anscheinend hier sich die Dinger kaufen. Mr. Monkey, hier vorne, du musst doch zu Mr. Monkey gehen, sag mal. Alter, hier oben sind auch Nukes und so, ne? Sehe ich gerade. Wie kann man das alles kaufen? Landmine, was gibt's hier noch? So Fässer, Nuke. Alter, was gibt's hier alles? Oh mein, für Rupien. Ich habe gar keine Rupien. Alter, das TNT. Dafür brauchen wir 4000 Bombs, ne? Torpedo. Ich glaube, ich kaufe mir diese Clusterbombe. Kann ich mir gar nicht leisten. Alter, ich glaube, wir müssen uns beeilen, ne? Wir müssen hier probieren, nach Indien runterzukommen, ne? Los, hast du was gekauft jetzt? Und wir müssen echt Bomben reinhauen, oder? Ich hab nur Dingens. Ich hab nur diese Feuerwerkteile. Also, das Ding ist, du siehst rechts deine Höhe, ne? Du siehst rechts, wie hoch du bist. Ja, ja, wir müssen... Umso weiter wir runterkommen, umso mehr Geld bekommen wir auch. Wir müssen doch extrem tief weit gehen, ne? Alter, ich bin richtig weit unten. Alter, wie sollen wir denn da jetzt noch weiter... Wo bist du? Wo bin ich so weit unten? Ich bin halt neben dir, glaube ich, gerade. Wir müssen zusammen machen, dann ist es schneller. Warte mal, ich hab dich dein Loch gesehen hier unten. Ja, irgendwo, warte mal. Ja, ich seh dich, ich seh dich. Ja, so, komm, alles rein. Ja, aber guck mal. Zusammen einfach. Das schaffen wir niemals. Wir brauchen irgendwie ein bisschen... Oh, ich habe gerade 15 Rupien bekommen. Ich auch. Ja, Mann, sehr gut. Okay. Ich glaube, wenn man eine gewisse Dings erreicht, eine gewisse Tiefe erreicht... Ja, siehst du doch rechts. Siehst du doch, was ich meine? Ah. Okay, warte. Also dann geh du mal nach... Mach du mal weiter. Ich gehe jetzt kurz zurück hier nach oben. Ja. Und gehe jetzt in meinen Shop und guck mal, ob ich irgendwas für 15 Rupien kaufen kann. Oh, ja, mach mal. Ich guck mal hier. Ich überlege auch gerade, kann man sich... Dynamit. Was kann man sich schon holen? Dynamit! Oh, sehr gut, dann nimm das und dann komm, geht's direkt weiter. Oh, wir haben auch nur 2 Minuten 30. Oh nein! Ich glaube, das werden wir noch nicht schaffen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier einmal noch so weit es geht nach unten kommen. Wir brauchen krasse Sachen. Ich mache hier auf jeden Fall schon mal das Loch, dass du hier einfach gleich reinspringen kannst. Dann musst ich suche gerade dein Loch, aber ich find's gerade nicht. Ganz außen einfach an der Kante. Zum hier. Hui! Das ist nur noch so ein ganz kleiner Schlitz hier bei mir. Hui! Alter! Alter! Wo bist du? Ich bin Oh Gott, da bist du gleich. Okay, komm, schmeiß hin. Schmeiß alles hin. Okay, nochmal neue Rupien gerade bekommen. Alter, mach hier alles rein, ne? Alter, hau alles rein, was geht. Ich geh wieder nach oben, weil wir können jetzt hier noch was Neues kaufen, glaube ich. Alter, ich Alter, ich klicke wie ein Weltmeister hier gerade, ne? Also, es ist nicht mehr normal. Ja, klick zu viel. Wir können mich, Alter, mir fehlen 5 Rupien für ein C4. Aber ich kann eine Bombe kaufen. Oh. Kann man vielleicht auch was für Robux holen? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, die Indien-Leute wollen kein Geld verdienen. Was ist da denn los? Okay, warte mal. Und wieder runter. So, ich komme jetzt hier wieder runter. Oh, Alter, wie tief das schon ist. Oh Gott, ich komme. Das ist so ein kleiner Schlitz, den ich hier gerade habe, ne? Aber ich bin noch nicht andersweise bei 100. Au. Ich bin irgendwo gegen die Wand gerade geflogen. Oh. Okay. Oh. Alter, das geht nur noch runter. Da, ich bin bei dir. Ich bin die ganze Zeit am Durchgraben. Okay, sehr gut. Absolut kleinen Schlitz hast du jetzt da gerade. Guck mal, siehst du, wie schnell die Bomben jetzt das nach unten machen? Alter, ich mach jetzt wirklich Hardcore-Spawn. Alter, ich sehe ja kaum was. Hardcore-Spawn! Ja, spawn so viel es geht. Du musst so viel es geht spawnen. Das Ding ist. Oh mein Gott, ich spawn gerade so hardcore. Alter, ich sehe es gerade. Alter. Oh Gott. Ich spawn so hardcore gerade. Komm, wir müssen so tief es geht reinkommen. So tief es geht. Ja, Mann. Ich glaube, wenn wir jetzt hier da. Kommen wir noch wenigstens in den grauen Bereich. Oh mein Gott, Alter. Komm, noch 100er Bereich. Ja, Mann, komm, da kann ich auch kaufen. In den grauen Bereich wäre echt nicht schlecht. Oh. Schnell! Ja! Oh, was? Man kann extra Punkte bekommen. Okay, egal. Komm, wieder zurück nach oben. Hier, komm. Nein. Mach hier alles rein. Wir haben noch 30 Sekunden. Ich hol jetzt hier von den Rupien. Lohnt nicht. Ach so. Ja, okay, stimmt. 30 Sekunden. Oh Gott. Ich sehe hier gerade gar nichts mehr, Leute. Hier sind auf jeden Fall extrem viele Bomben. Hm? Ich sehe auch gerade, es ist insgesamt 12 Kilometer tief. Wie soll man das denn schaffen? 12 Kilometer. Alter. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Hier, die Bomben explodieren, aber irgendwie... Was ist das hier? Irgendwie machen die kaum noch Schaden, Alter. Oh mein Gott. Mach ich mal eine Bombe? Ich habe hier was gefunden, kommt Alter. Was hast du gefunden? Nein, 5 Sekunden nur noch. Alter, das bringt ja gar nichts mehr. Was hast du gefunden? Das war's. Ich zeig dir das. Warte, wir müssen kurz einmal warten, bis wieder neu ist. Guck mal, hier vorne siehst du diesen Bohrer da hinten? Siehst du den? Ja. Alter. Guck dir das an, du kannst ja einfach kaufen, ne? Und den Helikopter auch für Robux. Nein, den Bohrer. Prank. Ich will dir was anderes zeigen. Du kannst das ist hier so vorne unkorrekt. Links, siehst du diese riesige Rakete? Jetzt guck mal hin, ich kauf dir jetzt 100 Robux. Kann man wahrscheinlich auch nicht kaufen.
Nee, kann man schon. Kann man nicht kaufen. Pass auf. Okay, guck hin, ich kauf die jetzt. Big Red. Und? Oh mein Gott, man kann die echt kaufen. Weg da. Oh Gott. Hier. Okay, oh dann Gott. Hau die Rakete rein. Und sie kommt. 3, 2, 1. Feuer! Oh Alter, mein was? Gott! Was? Wow! Und jetzt? Alter, wie hoch fliegt die? Die Thunder! Oh mein Gott. Oh nein. Ich glaube, die kommt wieder. Oh nein. Oh nein, die macht jetzt, glaube ich, genau das fette Loch rein. Oh mein Gott. Oh mein da Gott. Kommt sie! Oh mein Gott. Wow! Alter! Oh mein Gott, was war denn das? Guck, wie wir einfach jetzt, wie wir einfach Geld bekommen. Was? Guck, wie tief ich falle. Was, Alter. Was, da fliegt die sogar noch. Alter, wir wo sind wir denn jetzt? Indien. Was? Hä? So schnell? Okay, Alter, ich hab grad 3900 Rupien gerade bekommen. Okay, 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 komm, wir gehen hier nach oben. Wir gehen wieder nach oben. Was können wir noch kaufen? Ah, die sind Kisten, die wir aufmachen können. Oh mein Gott, ja, Mann, ich sehe es. Ich mach's ja. Alter, noch mehr Rupien. Oh mein Gott, 300 Rupien. Alter, jetzt können wir richtig Geld einsammeln hier. Valkyrehelm. Ich hab einen Valkyrehelm. Guck dir das mal an, Alter. Dadurch krieg ich mehr Bomben und so. Was ist, Alter, was kriegen wir für krasse Sachen hier gerade? Ja, das ist ja voll krass hier. Ich kann hier voll viele Kisten noch aufmachen. Alter, das ist richtig krass hier, Leute. Oh Gott, Alter, was ist das hier wirklich? Goldene China hier, Rupien oder was? Das ist Indien. Das richtige Indien jetzt hier gerade, ne? Alter. Wo bist du denn lang gelaufen? Bei mir sind noch alle Kisten hier zu. Hier? Ja, hier, da oben habe ich noch nicht, da oben habe ich noch nicht. Ich habe hier unten Alter, echt weggemacht. Nicht. Alter, noch eine Minute sehe ich gerade und das Alter, ist das noch, da. Wir müssen uns gut vorbereiten für gleich für die Runde. Wir müssen uns gleich gut vorbereiten. Ja, ich weiß, da müssen wir. Alter, das war richtig krass mit der Rakete. Hier sind überall noch Kisten, ne? Mach noch mehr auf. Ja, ich mache hier alles auf. Ich mache alles auf. Hier ist noch ein Farmer und so. Sehr gut. Alter, nein, ich komme nicht rauf, oder? Was? Jetzt. Okay. Insta-Chest. Tja, ich komm oben raus. So. Mann, okay. Ich komm da nicht rauf, Alter. Insta-Chat. Achso, du bist oben jetzt? Okay, lol. Was bringen diese Wurfsterne? Kriegt man ja auch. Und du hast ja schon drei Leute dahinter dir, krass. Ich hab drei. Alter, noch ein so ein Ding. Noch so ein Ding. Okay. Okay. Ein Salathaare. Alter, ich hab, glaube ich, so krasse Sachen. Ich habe aber noch keine Legendary-Artefakt oder so bekommen. Ich habe bisher nur. Ich auch nicht. Wir haben nur 20 Sekunden jetzt, um noch ein paar Kisten einzusammeln. Okay, da war leider nur Rupien drin. Hier, plus 35. Oh mein Gott. Nimm alles mit. Alter, was bringt das alles? Nimm alles mit, was geht. Hier noch schnell 10 Sekunden, Kasper. 10 Sekunden nur noch. Oh Gott. Rupien drin, wichtig. Ich habe fast 10.000 Rupien, ne? Und hier auch noch öffnen. Komm schon. Ja, ich habe noch eine Brille bekommen. Oh Gott. Und so einen Ninja-Stern, glaube ich. Hab ich auch. Okay. Okay, komm, jetzt würde ich sagen, wir kaufen uns hier richtig krass, wir holen uns ein Minecraft-TNT oder so. Genau, wir haben jetzt wie viel Rupien hast du? Ich habe jetzt gerade fast 10.000, 9.900. Und du? Ich habe 15.000 Rupien. Was? Alter, man braucht hier, um das TNT zu holen, brauchen wir Dingens. Braucht man 1.000 Bomben. Alter, wie viele Sachen gibt's denn hier bitte schön? Virusbombe. Eine Virusbombe hole ich mir jetzt mit 150 Robux. Ich sehe es gerade, ich wollte mich auch gerade kaufen. Okay, warte mal, ich mache was anderes. Virusbombe, Leute, die wird jetzt hier fett geholt. Und dann gucke ich mal, ob die auch wirklich so gut ist. So. Alter, ich habe sowas krasses gerade geholt. Ich habe jetzt gerade schon eine Clusterbombe geholt. Wo bleibt die? Ich habe jetzt da Equip. Ah, okay. Virusbombe, guck dir die mal an, Alter. Die warte mal, noch, was meine mal zuerst, weil meine schwächer ist. Wo kann man die equippen? Okay. Musst du auswählen. Ah, hier, ich hab die. Nicht machen. Oh. Nein, nicht machen! Oh was mein machst Gott. Du? Hör oh mein auf Gott. Damit! Alter. Ich wollte mit meiner testen. Ja, du hast noch voll viel Platz hier oben, wo du testen kannst. Okay, ich komm. Okay, Alter, test mal deine, wie gut deine ist. Okay, pass auf. Meine ist auch ziemlich krass. Guck mal, wie hoch ich springen kann, ne? Hui! So, spring. Hui! Ja, guck doch mal, wie hoch ich springe. Ich sehe es gerade. Jetzt teste doch mal. Ich bin noch 43. Ja, liegt. Oh ja, eine doch nur, nicht 10. Oha. Wow! Okay, jetzt kommt meine. Aber ich glaube, deine ist krasser, oder? Jetzt kommt meine. Wow! Alles rein. Alter. Komm, wir ballern alles rein hier in die Löcher. Warte mal, stopp. Hier sind Kisten überall. Stopp, hör auf damit. Ich seh's. Hör auf. Oh mein Gott, hier sind überall Kisten zum Aufmachen. Oh nein, ich sehe es, Alter, zum Aufmachen, ja Mann. Alter, ich krieg da schon wieder Artefakte. Boah, wie viele. Hä? Extrem viele Kisten. Einsammeln, so, sehr gut, hier oben. Vor allem, ich habe so einen krassen Head jetzt, so einen Kopf noch gerade bekommen. Okay. Kann ich hier oben noch was hinlegen? Ja, Alter, und ist das so. Rupchen. Da geht so viel ab jetzt hier gerade, ne? Ey, wir müssen noch mehr freischalten. Ich weiß, wir brauchen noch mehr Kisten. Gott. So, warte mal, ich mache kurz Pause hier. Ich hab TNT, oh mein Gott, du musst 1000 Bomben placen, dann kriegst du das. Ich hab das TNT freigeschalten jetzt. Du hast schon 1000 Stück geplaced? Ja, Mann, ich kaufe mir das jetzt. Alter, was? Okay, geh nach oben, hol dir das. Ja, ich bin fleißig.
Da, ich sehe Kisten wieder. Kisten, du musst Kisten einsammeln. Ja, Mann. 1800 Stop. Kostet das. Alter, ich habe einfach das Minecraft-TNT. Wie cool. Ich komme zu dir. Ich komm, Alter, komm mal kurz nach oben. Ich zeig dir das, wie krass die Explosion das macht. Okay, ich habe schon wieder einen Kopf. Warte. Wir haben noch 3 Minuten halt und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Pass auf. Schaffen wir. Pass auf. Mit meinem TNT schaffen wir das hier. Bist du Alter, hoch? Alter, nein, ich bin unten. Bist du? Ich bin noch am Buddeln. Ich komm doch hoch. Nein, mir noch 2 Minuten. Guck mir das halt selber an, wie cool das Explosionsschaden macht. Ja, mach. Alter. Oh, Alter, wie tief geht das hier? Ich brauche noch mehr Kisten oder so, Leute. Ich brauche noch ein paar mehr Kisten. Oh, Alter. Oh mein Gott, was hast du hier für ein tiefes Loch gegraben, sag mal. Ich sehe dich. So, hier oben auch nochmal irgendwas hinmachen, Leute. Richtig crazy. Bisschen. Oh, ich place hier wirklich wie ein Irrer. Alter, da sind so viele, ne? Ich sehe da ein Minecraft TNT. Das ist doch voll krass, das aussieht. Alter. Das sieht richtig crazy aus, der Minecraft TNT. Oh mein Gott, ich mache hier so ein tiefes Loch. Komm, müssen weiter durchgraben. Zack, alles Mögliche rein damit. Bam. Okay, komm, schnell, sie müssen rein. Wir haben noch 1 Minute 30, komm schon. Ich weiß, deswegen habe ich doch gesagt, wir müssen uns beeilen. Das können wir schaffen. Okay, schnell. Ich mach's nur auf der Stelle. Und dann müssen wir jetzt hier dann noch... Alter, das ist doch richtig viel, das Rote, ne? Ich weiß, das Rote ist übel viel. Warum mindestens 50 Sekunden, würde ich sagen. Da, schnell. Ich hab noch nebenbei Kisten. Klick schneller. Ich klick doch schon so schnell, ich kann. Ich klicke schon mit 2 Fingern. Wie 2 Finger. Alter, ich krieg so schnell gerade. Komm schon. Alter, ich krieg hier den Wildmesser gar nicht. Da, ich mach nicht. Ich mach mit 2 Fingern hier. Auch 2 Finger. Bringt das was? Oh mein Gott, ich spawn so viel TNT hier gerade, Alter. Es kommt alles runter. Oh mein Gott. Wie tief geht's hier noch? Oh mein Gott, was passiert hier? Ich klicke auch auf wie ein Verrückter. Weiter. Ich klicke auch auf wie ein Verrückter. Alter, jetzt sind wir schon... 50 Sekunden noch, komm schon, das schaffen wir. Alter, noch 50 Sekunden. Weiter. Komm schon, Leute, wir müssen es schaffen bis nach Indien. Los, lass ein Like da, dann schaffen wir das. Kleinen Indien Leute retten. Bitte. Komm schon. Alter, ich dachte, seid das nicht so schlau, hab ich das Gefühl. Hälfte haben wir schon. Ja, lass wieder ein bisschen mehr in die Mitte. Los. Oh. Weiter. Oh nein. Oh mein Gott. 20 Sekunden, komm. 28 Sekunden, Leute. Drück. Drück so schnell, wie du kannst, Kaspar. Digga, ich drück seit ungelogen 2 Minuten gefühlt, so schnell ich kann hier. 18 Sekunden. 17. Bitte, das ist so knapp. 15. Nein. Bitte, jetzt komm. Komm schon. 8, 7, 6. Nein. 5. Nein, so knapp, Digga, wie kann das sein? Aber egal. Wir waren Alter. Schon in Indien. Alles wir waren gut. In Indien. Mann, Alter. Ey. Verdammt. Kaspar, unsere Mutter ist da unten versteckt. Wir müssen sie finden. Nein, hier unten irgendwo drinne? Ich weiß, guck mal, wir können... Oh mein Gott, was machst du? Oh mein Gott, wir können Bomben legen. Was? Wir können hier einfach echt Bomben legen. Okay. Und alles dann lass uns mal probieren. Lass mal probieren, hier die Mutter zu finden von uns. Und. Okay, ich hab das Gefühl, die ist in dieser Ecke hier. Wir müssen uns irgendwie ein bisschen aufteilen, oder? Oh mein Gott. Nicht gleichzeitig. Oh mein Gott, ich hab grad. Alter, du hast schon voll das tiefe Loch da. Yo! Alter! Wow. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Kommst du wieder raus? Du musst drauflegen, zurück zur Oberfläche. Das geht dann. Okay. Guck also, mal, ich kann jetzt. Unsere Mutter finden? Oh. Ja. Das Ding Alle ist, Bomben die ist mit ihrem Rollator in irgendeine Höhle reingefahren, ne? Oh nein, das heißt, wir müssen jetzt probieren, sie zu finden, oder was? Ja, die ist hier irgendwo versteckt unter dieser ganzen Erde. Okay, dann lass auf jeden Fall so doll klicken, wie es geht. Ich glaube, wir können auch sogar andere Bomben verwenden, ne? Das heißt, wir können uns andere Bomben im Shop kaufen. Ja, die ist wahrscheinlich richtig tief, unsere Mutter. Die ist sich richtig reingebohrt mit dem Rollator. Guck mal, ich kann. Ich habe auf jeden Fall gehört, es ist 5 Kilometer tief hier. Ich habe jetzt einen Molotow geholt. Ich glaube, es ist jetzt stärker oder so, ne? Kann das angehen, oder? Sag mal. Oh, ich glaube, es ist deutlich stärker. Okay, ich gehe jetzt hier mal nach unten. Okay. Alter, das ist extrem stark. Du hast hier schon so ein krasses Loch gebohrt. Alter, das geht richtig tief hier. Alter, wir können ja richtig coole Sachen machen, ne? So, wir können auch sogar eine Atombombe sogar kaufen gleich. Nee, ich habe die noch nicht gefunden. Die ist wahrscheinlich hier irgendwo. Die könnte ja überall sein, ne? Warte, die könnte überall sein in diesem ganzen Bereich, aber ich gucke hier mal ein bisschen rum. Alter, wir gehen hier so tief rein. Ich meine jetzt hier die ganze Oberfläche jetzt mal so, dass wir uns allgemein ein bisschen weiter runtergraben. Die können sich nämlich überall verstecken. Ja. Nicht, dass sie auch direkt gleich an der Oberfläche ist, aber wir haben ja einfach noch keine Sachen gelegt. Deswegen liege ich gerade überall hier oben. Stimmt. Alles weg, dass ich hier alles einmal weggesprengt habe. So. Das Problem ist, du siehst ja oben die Zahl, ne? 5000 steht da bei dir, glaube ich. Oh ja. Und das ich Ding weiß, ist, ich sehe es. 5000 ist die Erde tief und du kannst ja mal in so ein Loch reingehen. Weißt du, wie viel wir durchstöbern müssen, damit wir die finden? Das Problem ist, wir haben nur noch 6 Minuten 45 Zeit, um unsere Mutter zu finden. Sonst wird sie unten einfach.
ersticken. Hier hat er gar keine Luft mehr. Oh mein Gott, okay, warte mal, wir müssen schneller gucken. Ich droppe jetzt überall welche noch ein bisschen Molotov. Ich mache gerade so viel, wie es geht. Alter, es geht ja so. Alter, hier ist er schon richtig tief unten. Was? Oh mein Gott. Was ist, wenn sie ganz unten ist? Glaubst du, die könnte auch ganz unten sein? Könnte auch sein. Könnte auch sein, ja. Oh, guck mal, ich mache jetzt hier alles. Boah. Also ich glaube, ich grab mich jetzt einfach hier mal ein bisschen nach unten. Mal gucken, ob die hier kommt. Ey, das geht so tief gerade, ne? Ich sehe schon. Ich weiß halt auch nicht genau, wie sie aussieht, weißt du? Die kann ja hier überall sein, in jedem Bereich. Alter, ich habe mich gerade hier auf der einen Seite so extrem tief gebuddelt. Ich bin schon auf 4000. Wie hoch bist du gerade? Ja, 4200. Ja, ich auch. Das Ding ist, wir hätten sie jetzt schon übersehen können, wenn sie in irgendeinem anderen Loch ist, weißt du? Weiß man ich auch weiß, nicht. Ich weiß, es ist richtig doof, richtig schwierig. So viel Deswegen, Platz noch. Ich glaube mal, ich werde jetzt mal ganz kurz eine Atombombe holen. Für, oh mein Gott, zeig mal. 200 Robux ist natürlich auch schon krass, was ne? Was gibt's überhaupt so im Shop? Atombombe? Komm. Größere Atombombe? Star-Atombombe? Was gibt's hier? Ich kaufe jetzt erstmal eine normale Atombombe. So, soll ich die ganz unten droppen oder soll ich die lieber hier oben droppen? Was glaubst du? Die kannst du nur einmal droppen? Ich droppe die jetzt nur einmal hier. Oh mein Gott. Nein, ich hab. Die kann ich jetzt häufiger droppen. Lol. Du kannst sie unendlich droppen. Mach richtig rein da, richtig rein Alter, da guck überall. Mal, warte jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich das oben gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, ich habe die ganzen Atombomben. Ist die schon irgendwo? Oh. Da oben ist irgendein Block, der nicht weggeht. Alter. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, wir fallen. Ist sie da? Ich dachte gerade, mach mehr Atombomben hin, komm überall. Alter, die sind Alter, der Geistkrank. Oh mein Gott. Was? Hier ist schon Stein. Hier ist ein halber Krater. Oh mein Gott, okay, weiter, was? Du bist weiter runter. Ich sag dir, die kommt hier irgendwann. Es könnte gut sein. Wir können ja mal hier komplett auf den Boden gehen, auf der Seite. Ja, komm. Alter. Ey, mein Molotov bringt gar nichts mehr. Alter, was passiert? Drück noch schneller. Ich frag mich jetzt, wenn wir auch die Zar-Atombombe haben, weißt du? Die größere Atombombe erstmal. Mal gucken. Die sieht ja auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Für 800 jetzt Robux. Schon? Ja, wir haben nur viel Zeit, unsere Mutter zu finden. Ah, ja, stimmt. Okay. Okay, jetzt habe ich hier die größere Atombombe. Alter, du bist lebensmüde. Okay, komm. Oh Gott. Oh mein Gott, was? Wie viel sprengt die weg? Das hat hier alles weggesprengt. Okay, du musst jetzt auf jeden Fall oben alles frei machen. Mach das. Ich mal jetzt hier oben, ich gehe. Wir haben nur 3 Minuten 44 Zeit, um unsere Mutter zu finden. Alter, ich sehe gerade, guck mal, pass auf, ich lege jetzt hier oben die Atombomben rauf. Oh mein Gott, kann sowas werden. Oh mein Gott. Alter. Okay, noch weiter. Die finden wir safe, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Krass. Alter, krass. Guck dir das mal an. Hier bleibt ja fast gar nichts mehr über. Und nein, hier rechts Alter, ist noch viel über jetzt. Ist noch schon. Hier rechts noch mal viel über. Ich gehe rauf, falls hier sein sollte. Okay, so. Ich probiere gerade. Ich habe halt nur Molotov. Ja, okay, ich probiere gerade hier irgendwie. Ich glaube, vielleicht brauche ich noch eine größere Atombombe. Weil jetzt habe ich. Die können jetzt nämlich theoretisch einfach hier sein, weißt du? Ach oh, ich kann hier hochklettern. Alles gut, ich kletter hoch gerade. Ich bin hier oben. Ich mach hier gerade schon. Oh. Die ist hier nicht. Glaubst du? Nee, die ist hier leider nicht. Oder? Also, wie sieht's aus? Wie sieht die überhaupt aus? Ich hab's voll vergessen. Ich glaube, die sitzt Alter, in so einem Rollator. Alter, es geht so tief. Es geht hier so tief. Dann ist sie auch ganz unten, weißt du? Kann ja auch sein, dass sie ganz unten ist. Ja, kann auch sein. Komm, bau weiter durch, Leute. Einfach alles raushauen. Alter, ich bin bei 1700. Alter! Ey, was passiert hier? Ja! Ich bin jetzt mittendrin in deiner Explosion. Das ist so fett hier gerade. Was? Da war sie? Da war so ein Krater. Nee, aber ich hab mich verguckt, glaube ich. Nein. Jetzt sind wir schon bei Lava. Wir sind schon bei 900 jetzt gerade. Oh, jetzt liegen die oben. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott, das ist so krass. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Wow, dann haben wir noch 2 Minuten Zeit. Um die zu finden. Ah, ich bin unten. Ich bin schon minus 22. Was? Die muss hier sein irgendwo. Okay, kann ich kann doch gar nicht minus sein, oder? Ich weiß nicht. Ich mache hier gerade zu viel, es geht doch. Die ist niemals in diesem kleinen Bereich, den wir eben noch nicht freigesprengt haben. Niemals. Glaubst du? Die muss hier noch kommen gleich. Alter, was? Ich bin auch gerade minus. Hä? Ich bin schon minus 500. Okay, ich hole mir jetzt nochmal. Wo ist die denn jetzt? Ich hole mir jetzt die Zar-Atombombe für 1200. Und wer wird jetzt die Zar-Atombombe? Oh mein Gott, Digga. Oha. Oh mein Gott, guck dir an, was hier...
Alter. Oh, die explodieren natürlich jetzt gerade in der Luft. Alter, ne? Komm, wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Was? Schaden macht das? Das geht so tief gerade. Die sprengt ja alles weg. Die sprengt ja komplett die ganzen. Die sprengt alles weg. Ich weiß nicht. Wenn die hier irgendwo sein sollte. Alles gerade kaputt. Warte mal. Weiter, und da kommt die. Kommt da, glaube ich. Mach weiter, schnell. Da ist sie. 5 Sekunden. Das werden wie so Leute zu grün. Siehst du es nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mamas Haus. Wir haben es geschafft. Wir sind bei ihr. Wir sind bei unserer Mutter. Das glaube ich nicht. Was? In der letzten Sekunde? Lass mal erkunden. Zeig mal. Guck mal, wir sind endlich wieder zu Hause bei ihr. Wie cool ist das denn? Wie krass. Und wir können auch noch hier unseren Vater hier finden. Hier ist sie. Guck mal. Hier ehrlich? Im Raum drinne. Guck mal, Mama, wir haben dich. Und drück drauf. Okay. Ja, wir haben unsere Mutter gefunden. Was machst du hier? Was machst du, komm Mutter? Komm mit uns nach oben. Oh mein Gott, warum hast du uns verlassen? Ey, das war ja richtig cool. Oh mein Gott, wir haben sie gefunden. Yippie. Juhu. Oh, Kasper! Wo bist du? Was geht? Yo, Aua, Alter! Fahr vorsichtig, da warst du ein neues Auto, oder was? Ich hab ein richtig cooles Auto hier am Start, Alter. Siehst du das hier, mein coolen Fiat? Wo hast du das her, Alter? Das habe ich selber gebaut, ne? Wir haben nämlich eine eigene Autofabrik. Ja. Laber kein. Oh mein Gott, und hier können wir jetzt unser Auto selber bauen, oder was? Jeder? Genau, ich fahre jetzt zu meinem Laden und du fährst zu deinem. Und wir bauen jetzt heute mal die richtig coolsten Fahrzeuge auf der ganzen Welt. Und ich würde sagen, wir gucken am Ende, wer das krassere Fahrzeug gebaut hat. Genau, wer das krassere Fahrzeug gebaut hat, der gewinnt die heutige Challenge, Leute. Deswegen würde ich sagen, los geht's, Cosmo. Los geht's. Und das bedeutet, Leute, dass wir jetzt hier auf jeden Fall richtig, richtig coole Sachen machen können. Wir haben nämlich auch unseren ersten Arbeiter hier am Start, der uns anscheinend hier alles ein bisschen mal zeigen wird. Und zwar müssen wir jetzt hier erstmal ein neues Auto kaufen. Ui, Leute. Guck mal, wir müssen jetzt erstmal ein paar Materialien jetzt hier hinlegen. So, wir legen jetzt mal ganz hier ein bisschen Dings hin. Dann ein bisschen Glas hin, Freunde. Ah, das müssen wir sogar. Guck mal, er arbeitet jetzt schon, ne? Das heißt, er macht schon mal alles gerade fertig, Leute. Richtig gut. Also, ich lege mal ganz kurz alles schon mal jetzt hier hin, Leute. So, zack. Und hier auch nochmal ganz kurz, zack. Da werden nämlich, glaube ich, direkt 3 Autos gebaut. So, pass auf, wir machen mal ein bisschen Glas jetzt hier schon mal hin. So, guck mal hier. Der wird jetzt gleich schon direkt anfangen, Leute, das ganze Ding jetzt hier ranzubauen. So, 3 von 3. So, und jetzt, zack, warte. Wir können jetzt nämlich hier schon mal ein bisschen was machen. Wir können jetzt nämlich schon mal die Sitze hin machen. Deswegen, wenn es jetzt ein bisschen weitergeht, kann er jetzt hier sogar direkt schon gleich weiterarbeiten. Zack, der Motor kommt jetzt hier sogar schon mal rauf aufs Ding. Und jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen schweißen, Leute. Das heißt, hier kurz alles ein bisschen zusammenschweißen. So. Und dann geht es jedenfalls auch schon mal weiter. Und wir können jetzt hier, glaube ich, alles einmal ganz kurz so ein bisschen so anmalen. Auch sehr gut, Leute. Dann geht es auf jeden Fall auch für den weiter. Und wir können jetzt hier, glaube ich, noch die Reifen. Genau, wir müssen jetzt noch die Reifen ranmachen. Weil dann haben wir nämlich erstmal unser allererstes Auto fertig. Und zwar den Smart, Leute. Und hier, guck mal, haben wir jetzt gerade unser allererstes Auto gebaut. Und jetzt kommt hier schon anscheinend direkt jemand, der möchte hier drauf bieten oder so, ne? Mal gucken, was er uns für ein Angebot macht, Leute. Ob sich das jetzt hier direkt lohnt oder nicht. Alter, schreibt mir eine ganz schön lange Zahl dahin, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt hier ein richtig fettes Angebot wird, Leute. Wir haben jetzt hier sogar, guck mal, wir haben hier Angebote von 7.000, 8.000 und fast 9.000, ne? Höhere Gebote haben eine höhere Chance, Betrug zu sein. Ich würde sagen, weil die so einen Kürbiskopf hat, nehmen wir lieber mal den mit 7.000, Leute. Nicht, dass wir jetzt hier direkt irgendwie das umsonst gebaut haben. Und ich sehe gerade, wir können jetzt auch hier schon mal anscheinend die ersten Sachen ein bisschen schicker aussehen lassen, dass unsere Werkstatt hier ein bisschen besser aussieht. Mit einer Sicherheitskamera, Pflanze und Werkzeugaufbereitung. Und hier kann direkt noch jemand anderes, glaube ich, bauen. Ich bin direkt so ein Nachbar, Leute. So, komm, wir machen nochmal hier ein paar Materialien rein, Leute. So ein bisschen Glas und noch ein bisschen Eisen. Und jetzt müssen wir eigentlich ja hier, oder? Ich glaube, machen wir Materialspeicher. Pass auf, ich würde mal sagen, Leute, wir holen mal ganz kurz ein bisschen Bargeld. Ich würde mal sagen, $500.000, eine kleine Finanzspritze, dass wir hier schon mal ein bisschen mehr machen können. Das heißt, hier ein bisschen Bargeld gekauft. Jetzt können wir, glaube ich, hier unseren Arbeiter. Zack, jetzt haben wir sogar schon einen zweiten Arbeiter. Und ich würde sagen, noch einen dritten Arbeiter, Leute, zu 6 und 4. Und noch einen fünften, dass das alles automatisiert wird. Und noch einen sechsten, da vorne bei den Reifen. Und ich glaube, so, jetzt haben wir nämlich alle Arbeiter hier, wird nämlich alles automatisiert, Leute. Und hier können wir jetzt, glaube ich, unseren Speicher noch erhöhen, ne? Zack, dass wir hier noch mehr Sachen reinlagern können. Und unsere Parkplätze können wir auf jeden Fall auch noch ganz kurz ein bisschen erhöhen. So, und dann kaufe ich direkt schon mal hier das nächste Auto, Leute. So ein Volkswagen Käfer. Und machen wir direkt hier mal das hier. So ein Brolet Flash. Und ich glaube, auch nochmal jetzt hier so ein Schnurz Siesta. Komm, jetzt auch nochmal hier so ein Tiny Cooper, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich was am Start. Also jetzt werden die auf jeden Fall hier wie am Fließband arbeiten. Da vorne sehe ich gerade schon
direkt ein Angebot für unseren nächsten Smart, Leute, dass wir wieder ein bisschen mehr Geld verdienen. Das wäre eigentlich richtig cool. Wir können auch sogar hier Upgrades, glaube ich, hier uns holen, ein bisschen schneller sind. Oder hier zum Beispiel auch unsere Gebote können wir sogar erhöhen. Oder die Menge an Materialien, die wir tragen können. Oh, das heißt, hier kann ich direkt zwei Materialien tragen. Das ist voll clever, Leute, weil dann kann ich hier direkt die Sachen nehmen und kann die hier direkt hinlegen. Was echt clever ist, ne? Alter, das ist voll cool, Leute. Das heißt, diese Upgrades sind auf jeden Fall gerade gar nicht mal so schlecht. Und jetzt sind wir auf jeden Fall immer noch von der Geschwindigkeit relativ langsam. So, guck mal hier. Wir müssen jetzt mal ganz kurz hier ein paar Angebote annehmen. Also, wir haben jetzt hier für den hier nur 8100. Und wir wurden nicht gescammt. Auch schon mal sehr gut. Und wir haben hier direkt sogar nächstes Auto. Mal gucken, was der uns jetzt hier für ein Angebot macht. So, und wir haben jetzt hier ein Angebot, oh, 16.000 sieht aber sehr nach Scam aus, Leute. 14.000 könnte vielleicht einer sein. 13.000, sicheres Ding. Das nehmen wir dann auf jeden Fall mit, Leute. So, hier ist wieder, oder hier haben wir jetzt, glaube ich, gerade unsere ganzen Autos. Na, wir haben jetzt hier, glaube ich, oder? Haben wir hier die ganzen Autos? Exklusive? Ne, das ist unser. Genau, das ist unser Ding, ne? Hier ist schon mal echt cool, Leute. Ich glaube, wir können den sogar hier echt dann auch mal benutzen. So, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen nochmal, glaube ich, den Materialienspeicher nochmal ein bisschen erhöhen hier, Leute. So, und dann müssen wir kurz gucken. Können wir was noch im Shop kaufen? Angebote oder Bargeld oder so? Edelsteine, Pässe, schnellere Arbeiter. Dann arbeiten die doppelt so schnell. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber wir sind eigentlich gerade bei einer ganz guten Geschwindigkeit am Start, Leute, muss ich sagen. So, guck mal, ich kann den mehr tragen, ganz vergessen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, hier, zack, zack. Zweimal von diesem Eisen hier was mitnehmen. So, und dann nochmal hier. Und wir können sogar für 1 Million ein zweites Förderband holen. Kostet einfach 1 Million, Leute. Ich würde sagen, komm, wir holen uns jetzt mal ganz kurz hier 4 Millionen Dollar Bargeld, Freunde. Und mit diesem Bargeld kaufen wir uns mir ganz kurz ein zweites Förderband. Ah, ich muss 3 mehr Autos in einem aktuellen Förderband freischalten, um das nächste zu kaufen. Ah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier, glaube ich, 3 neue Autos kaufen. So, und zwar die jetzt hier. Alter, das mache ich hier, glaube ich, schon so einen krassen BMW oder so, Leute. Das wird ja, glaube ich, richtig krass. So, kann er hier schon arbeiten? Macht er jetzt hier nochmal was hin oder was? Oh, wartet der denn, Leute? Die brauchen richtig lange. Okay, komm, wir gehen dazu zurück und verkaufen jetzt hier schon mal. Oh, ich sehe gerade, warte mal, hier Felsen, Barrieren. Wir können es ein bisschen schicker aussehen lassen. Komm, wir machen es hier mal ein bisschen schicker, Leute, auf unserem Parkplatz. Vielleicht kriegen wir dadurch noch ein bisschen mehr Angebote. Das wäre auf jeden Fall auch nicht so schlecht. Da vorne sehe ich sogar Beutedrop. Warte mal, Freunde. Ich fahre mal ganz kurz hin. Was kriegt man in der Beute, Leute? Was ist denn da jetzt gerade los? Pass auf, ich fahre mal ganz kurz hier hin. So, Beutedrop. Und dann ist da was drin. 20 Edelsteine einfach, Leute. Und jetzt kann ich meine Sprintgeschwindigkeit sogar erhöhen, was ich aber eigentlich nicht unbedingt brauche. Okay, komm, wir fahren jetzt hier mal ein bisschen weiter. Und wir haben jetzt gerade 3 neue Angebote zu den ganzen hier Mini-Coopern, ne? So, das ist ein bisschen... Komm, wir nehmen mal lieber das sichere Angebot an jetzt hier, Leute. So, hier ja, 24.000, da wurden wir auch nicht gescammt. Und hier nehmen wir 22.000. Alter, Leute, wir machen richtig Cash gerade, ne? Wir sind hier richtig im Fluss gerade drin. Man kann rebirthen. Boah, für 500 Millionen. Oh Gott, ich brauche ein paar mehr Materialien, Leute. Hier auch wieder mehr Materialien. Ich glaube, ich mache so, dass die ein bisschen schneller arbeiten. Wir machen mal den Speicher ein bisschen höher. So auf Maximum. Und unser Parkplatz auch ein bisschen höher. Kann ich jetzt hier das neue Förderband holen, Leute, für 1 Million? Ja! Wow! Okay, hier kann ich anscheinend auch sehr, sehr viel reinmachen, Leute. Alter. Ich glaube, da kann ich... Ja, Mann, da kann ich auch Arbeiter holen. Die sind aber richtig teuer, Freunde. So, ich hole mal hier ein paar Arbeiter. Oh, das kostet richtig viel. Okay, ich habe aber jetzt alle hochgemacht, Leute. Alle richtig hier komplett hochgemacht. Da ist auch fast mein ganzes Geld jetzt weg. Und ich glaube, ich brauche auf jeden Fall ein paar mehr Juwelen, Leute. Ein paar Edelsteine. Ich würde mal sagen, ich kaufe mal ganz kurz mal 400 Edelsteine, dass ich mehr tragen kann. Weil wenn ich mehr tragen kann, kann ich auf jeden Fall auch schneller das Ganze hier reintun. Hier muss ich sowieso mal kurz den Speicher erhöhen. Okay, passt gerade leider nicht vom Platz her. Aber wir können hier ganz kurz mal, zack, dass ich mehr tragen kann, Leute. So um 1. Das heißt hier, guck mal, kann ich jetzt 1, 2, 3 direkt auf einmal tragen, Leute. Und die alle jetzt hinbringen. Was schon sehr, sehr praktisch ist. So, hier. So, und jetzt kann das alles hier schön zack, zack, zack. Hier rauf. Und hier auch nochmal ganz kurz zack, zack, zack. Hier rauf, Leute. Alter, da ist richtig viel Metall jetzt und so, ne? Oh mein Gott. Was ist, Kaspar? Wieso, was ist, oh mein Gott? Du baust ja richtig die Billigautos. Ich spioniere die ganze Zeit bei dir. Hast du mich nicht gesehen? Nein, wieso? Ah, guck mal, wo ich bin. Guck mal, wo ich bin. Ich mach hier hinter dir. Alter. Was für Billigautos. Was für Billigautos. Bro, zeig mal dein krasses Auto. Ich sag dir, es ist so hardcore schlecht, Alter. Mein Auto ist 10-mal besser. Ja, das ist dein bestes Auto?
Ich hab BMW hier, BMW i3. Ja und, da bin ich schon 10-mal dran vorbei. Da hab ich schon 10-mal bessere. Wieso, was hast du denn? Hä, ich hab schon Max Out. Ich hab das krasseste Auto geholt, was ging. Hä, wie willst du das denn gemacht haben? Hä, der BMW war irgendwie, weiß ich nicht, drittletztes oder sowas. Alter, sieh mal ein bisschen zu, dass du noch krasser arbeitest. Was ist das denn? Hä? Oh Gott, Leute. Gammelfabrik. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen, Leute. Kastos hat schon richtig krass am Start. Ah, ich sehe es, dieser Cleo, ne? Ja, genau, das ist der krasseste. Den habe ich auch, und den habe ich auch nicht nur einmal, den habe ich schon 10-mal oder so. Warum hast du den so oft? Tja, weil ich meine, ich habe Arbeiter angestellt, die den für mich alleine bauen. Du doch auch. Ja, aber hast du auch schon das zweite Förderband, mein Freund? Ja, da ist es egal, das zweite Förderband, das braucht man nicht. Nein, da kriegst du nicht, da kriegst du bessere Autos. Da kriegst du bessere Autos. Oh, ja. Gut, dass du es gesagt hast. Wir hören uns gleich. Ja, bis gleich. Kaspar, bis gleich. Alter, der hat anscheinend sich jetzt schon das eine Auto geholt. Na Leute, ich glaub's ja nicht. So, komm mal hier. Bisschen Metall. Glas. Leider müssen wir ein bisschen Metall holen, Leute. Komm, wir holen uns mal hier. 2 Metall und 1 Glas. So, zack. Auf jeden Fall sind unsere Arbeiter echt sehr, sehr gut am Start. Das freut mich schon mal sehr. So, okay. Das Glas muss ich leider jetzt hier hin tun. So. Und guck mal, ich guck mal, ob die jetzt hier vorne, da sind auf jeden Fall echt viele Parkplätze. Kann ich hier schon was holen oder so? Oder kann ich vielleicht sogar schon, ich mach mal, dass wir ein bisschen höhere Gebote bekommen. Hier nochmal höhere Gebote. Und dann nochmal mehr Geschwindigkeit und mehr Tragen. So, jetzt bin ich ein bisschen schneller jetzt hier, Leute. Und Alter, guck mal, die wollen mich hier alle gefühlt fast scammen. So hier, guck mal hier, Leute, zack. 50.000. Komm, hier nehmen wir 48.000 mit. Bis jetzt wurde ich noch nicht geprankt, Leute. Bis jetzt habe ich von jedem ein Angebot bekommen. Ein faires Angebot. Und ich gucke mal, ob ich jetzt hier... Ah, das Wiedergebot ist auf jeden Fall gesperrt. Ob ich jetzt hier irgendwie... Oh, guck mal hier. Ja, Mann, das ein bisschen schicker machen kann. Gebäude 2? Leute, wir können ein zweites Gebäude kaufen? Für 400.000 Dollar? Okay, warte mal ganz kurz. Ich werde mal hier kurz in den Shop reingehen. Und ich gucke mal, ob ich hier ein bisschen Bargeld holen kann. Genau, ich kann nochmal 4 Millionen Bargeld holen. Mit dem... Können wir jetzt, glaube ich, ein zweites Gebäude kaufen oder so, Leute? Als ob. Yo! Einfach ein zweites Gebäude, Leute, mit dem dritten Förderband. Okay, ich muss aber, glaube ich, hier erstmal die Autos hier ein bisschen besser machen, dass wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Deswegen hier ein nächstes Auto kaufen. Materialspeicher hier auf jeden Fall erhöhen, Leute. Dass wir auf jeden Fall ein bisschen was reintun können. Auch Parkplätze und so. Wir brauchen ein bisschen mehr Parkplätze. Was sind hier bitte schon gerade für krasse Autos, Freunde, die wir jetzt hier gerade bekommen? So, und ich kann auf jeden Fall jetzt gerade nichts mehr leisten, leider. Ich muss es hier auf jeden Fall einmal kurz... die Materialien nachfüllen. Alter, was ist das denn? Restocker, Gebäude 1, 57 Edelsteine? Hä? So, hier, guck mal, bisschen Glas rein, Leute. So, hier ein Glas und dann nochmal ganz viele, zack. Die nochmal alle jetzt hinlegen, Leute. So, zack, hier schön 3 Metall. Auch nochmal mitnehmen, hier so schön. Einmal hier hinlegen, 4 Metall, Leute. Und nochmal einmal Glas. Sind wir auch nochmal kurz hier mit, ne? So, zack, Leute, Alter. Jetzt machen die aber hier richtig krasse Arbeit, ne? Ich muss vorne auf jeden Fall einmal kurz die Autos wieder verkaufen. Nicht, dass hier gleich unsere Parkplätze zu voll sind. So, hier nehmen wir auf jeden Fall das 52.000 Angebot rein. Das 62.000 Angebot rein. Nein, nicht, dass wir gescampt werden. Hier auch können wir 56.000 annehmen. Boah, die kriegen, glaube ich, richtig viel, ne? Oh, ne, nur 43.000. Hier auch nur. Na komm, 49.000, kein Scam. 50.000, auch kein Scam gewesen. Glück gehabt. Und Alter, was ist das für ein krasser Pickup-Truck jetzt schon, Leute? Der sieht richtig krass aus hier, der Pickup-Truck. Mal hier schön alles reinmachen, Leute. So, ganz viel Glas jetzt hier nochmal am Start. Alter, die sind auf jeden Fall gut alle am Arbeiten, ne? Die machen auf jeden Fall jetzt hier richtig gut Patte, Leute. Und hier vorne, ja, guck mal, hier vorne ist schon dieser eine richtig fette Truck jetzt hier gerade. Und der, boah, komm, 59.000 bringt uns einfach. Und das Ding hier bringt uns auch, Alter, was? 63.000, Leute. Warte mal, ich mach mal hier ein bisschen was hin. Felsen. Alles noch ein bisschen schicker hier machen, dass es ein bisschen besser aussieht, ne? Ich glaube, dadurch kriegt man höhere Gebote. Komm, 61.000 kriegen wir jetzt auch hier, sehr gut. Ein Lufttropfen fällt vom Himmel. Okay, Leute, Beeilung! Ein Lufttropfen aus dem Weg! Warte, wo ist denn der? Ich seh ihn irgendwo? Da hinten, ach, der ist ganz weit weg. Komm, wir fahren mal zu Kaspar. Ich will mal wissen, wie weit Kaspar jetzt hier ist, Leute, mit seinen Sachen. Er wird keine Chance haben, Freunde. Ah, Kaspar, was hast du denn da am Start? Was ist denn das? Was ist los bei dir, Alter? Du hast doch selber nur so Gammelautos. Du hast mal mein Auto an. Du hast ja richtig schlechte Arena hier, Alter. Was ist Wieso? Denn das? Wieso?
Die bauen alles von allein und auch voll schnell. Was ist los mit dir? Du hast noch nicht mal das zweite Förderband. Ich habe schon das zweite Gebäude. Komm mal mit hier. Was? Okay, warte mal. Zeig mal. Ey, das ist mein Auto. So, machen wir auch beide das gleiche. Du kannst beim Händler Lambos kaufen und so, aber ich habe den Händler nicht gefunden. Weißt du, wo der ist? Ah, aber der hier links. Oh mein Gott, du hast recht. Oh mein Gott, da kann man so ein Lambo holen. Und das wollte ich die ganze Alter, Zeit machen. Das habe ich voll vercheckt. Man kann hier hingehen. Guck mal. Oh mein Gott, stimmt. Was? Alter, was guck, man kann hier sowas? Mit dem reden. Und dann kann man sich, Alter, was? Wir können uns eigene neue Autos kaufen und so. Ich wusste es nicht, das hätte ich mal machen sollen, ey, verdammt. Exklusiv, nicht zu verkaufen. Boah, voll teuer, 250 Millionen, was sind das? Alter, hier auch, also das sind eigene Autos so, Alter, was? Die sind ja extrem teuer. 400 Millionen, der Cybertruck, Alter. Hä? Wie soll man denn bitteschön sich das leisten können? Digga, was ist das? Komm mit zu mir, was ich jetzt, okay, was ich jetzt okay, alles okay, hab. Okay, warte. Ich krieg auch gerade jedes Mal Geld. Alles denn hier? Autoshop. Ich kann mein Auto tunen. Oh, da kann man nochmal tunen? Okay, das Alter, ist cool. Alter, mit Edelstein. Ah, okay. So, ich fahr zu dir jetzt, Alter. Zeig mal deinen Fuhrpark. Ja, ich hab ja fettes Ding, Alter. Alter, sogar Pickups hast du. Ja, park mal hier, oh park mal hier. So, ich verkaufe jetzt hier ein paar Autos, ne? Nicht, dass ich hier... Zeig mal. Dass mein Parkwasser nicht so voll ist. So. Alter, krass. Hier wird jetzt richtig Wie viele fett Pickups Geld gemacht. Hast du? Sehr, sehr viele, mein Freund. Gott. Ich habe sehr, sehr viele. Oh mein Gott. Okay, du hast gewonnen, du hast die krasseren Autos. Ich wurde doch nicht einmal gescammt, ne? Ich wurde einmal betrogen, leider. Da haben 60.000 verloren. Mann, ey. Ja, ich bin der beste Autohändler. Guckt euch das mal bitte schon an, hier können wir nämlich schon mal starten. Hier können wir nämlich einfach ein Honda Civic kaufen. Ja, Leute, guck mal, wir drücken mal drauf, zack. Und dann, oh, muss man hier sogar anscheinend die ganzen Sachen einzeln kaufen. Das heißt, zack, ein Reifen und dann muss man quasi warten. Jetzt kriegen wir zum Beispiel 2 Dollar alle 2 Sekunden. Und dann kann man hier zum Beispiel nochmal den zweiten Reifen kaufen. Jetzt kriegen wir sogar schon 3 Dollar alle 2 Sekunden. Also geht auf jeden Fall schon mal alles richtig, richtig schnell ab, Leute. Verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button, wenn ihr davon mehr sehen wollt, Freunde. Und jetzt hier auch nochmal schön den dritten Reifen kaufen. Alles klärchen. Und jetzt gleich schon den vierten. Und dann, Leute, dann wird es hier auf jeden Fall richtig, richtig abgehen. Guck mal, man kann hier zum Beispiel auch noch zum Shop gehen. Dann kann man hier zum Beispiel, oh, auch noch so eine riesen Wand bauen. Ich denke mal, hier sein ganzes Haus könnte man dann hier noch hinbauen. Und dann, Leute, komm, kaufen wir jetzt hier nochmal den vierten Reifen. Zack. Und jetzt, oh, geht sogar schon weiter mit den Felgen. Alter Schwede, guck mal, dann können wir uns hier gleich einfach mal die richtigen Felgen noch hier ranbauen. So, und zack, nochmal hier Felgen gekauft auf der einen Seite. Guck mal, die sehen auch sogar echt nicht schlecht aus, ne? Das sind sehr, sehr schöne Felgen mit hier einem roten Bremssattel. Dann kriegen wir sogar schon alle 2 Sekunden 7 Dollar, Freunde. So, und zack, hier das auch noch kaufen. So, das dauert mir aber alles wirklich ein bisschen zu lange. Deswegen lass mal gucken, ob wir uns hier ein bisschen Geld kaufen können. Und ja, hier kriegen wir mal, komm, wir kaufen uns mal 100.000. Ja, komm, wir kaufen uns mal 100.000 Dollar, Leute. Zack, für 275 Robux ist auf jeden Fall schon mal ein Häppchen, muss man sagen. Aber man kann ja sehen, Leute, wenn wir es jetzt hier alles so zusammenbauen. Bup, 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 ran hier. Jetzt kann man vorne auch noch das Teil hier ranbauen. In der Mitte dann noch den zweiten Buddy. Und dann hinten auch noch den dritten. Aber es fehlt uns, oh mein Gott, auch noch der vierte Teil. Mit einem Spoiler, Leute. Vorne dann auch noch die Lichter ran machen. Das kostet auch schon 143. Jetzt hier auch nochmal die Rücklichter ran machen. Und jetzt auch nochmal den Auswurf. Okay, so, und jetzt, Leute, können wir das ganze Ding hier spawnen. Bup, und dann steht das Ganze mal hier und dann können wir das Ding auch fahren. So, und jetzt, das ist ja das Coole, können wir mit dem Ding einfach rumfahren, Freunde. Und jetzt seht ihr hier schon unten, oha, fahren wir bis zu 60 Meilen pro Stunde. Das sind 100 km/h. Und hier ist zum Beispiel noch ein anderer, der hier gerade sein Auto ausbaut. Und ich muss sagen, oh nein, hängen wir jetzt hier schon fest, Leute? Hängen wir jetzt hier schon fest? Ich weiß gar nicht, ich glaube, unser Auto hängt hier schon. Ah ne, wir können auch rückwärts fahren, okay, alles entspannt. Okay, also ich muss sagen, der Honda Civic ist ein ganz cooles Auto. Ja, ist ein ganz cooles Auto, fährt auch echt gut. Hier bis zu 100 km/h. Aber hier haben wir sogar einen Typen, der hat die einfach... Was hat er für ein Auto? Ich weiß gar nicht, was er für uns hat. Aber komm, wir machen das jetzt mal so. Wir bauen hier mal unseren Laden ein bisschen weiter. Hier können wir erstmal die Haupttüren kaufen. So, für 50 Dollar. Bub, Freunde. Und dann hier auch nochmal, zack, die Wand für 200 Dollar. Dann auch nochmal die ganzen anderen Wände. Ich würde mal sagen, hier nochmal ein bisschen Fensterscheiben reinbauen, damit das hier ein bisschen windgeschützt ist. Aber komm, wir holen jetzt hier mal den BMW M3, Freunde. Und das Ding ist, ich fahre in echt sogar ein BMW E46. Also BMW ist einfach echt bestes Auto, Leute. So, jetzt hier einmal Reifen 1. Und ihr seht ja schon, das kostet jetzt schon 619 pro Reifen. Ja, Leute, das ist ganz schön teuer, muss ich sagen. So, wieder kaufen. Dann hier auch nochmal, zack, die Felge kaufen. Die Felge muss hier auch noch dran gehen. Dann hier, zack, in die Felge und dann auch noch die Felge. So, und jetzt geht's hier schon wieder los mit vorne. Oh, in blau sogar. Mitte,
hinten und jetzt ganz hinten. Und hier vorne wieder die Lichter kaufen. Bupp. Und bupp. Und nochmal den Auspuff. Zack. Und jetzt, Leute. Ey, ich muss eigentlich sagen, ne? Der BMW M3, der sieht echt richtig, richtig cool aus. So, das ganze Ding spawnen wir jetzt mal. Und jetzt können wir mit dem Ding hier auch rumfahren. Ich denke mal, ich muss da nur irgendwie... Genau. So, jetzt rein. Und ey, aus dem Weg. Ey, aus dem Weg hier. Oh, guck mal, die haben ja auch schon das richtig weit gebaut, ne? Auch schon BMW M3. Wie cool das einfach aussieht. Und der ist jetzt auf jeden Fall schon mal, oh, der ist schon mal ein bisschen schneller. Der fährt einfach mal 20 Meilen pro Stunde noch mehr. Also ungefähr so 30, 40 km/h. Und Leute, der geht ja mal richtig ab. Und hier vorne ist sogar noch so eine kleine Rennstrecke, die wir fahren können. Oder hier zum Beispiel noch so ein kleiner Weg mit so einem riesen Teich. Also hier ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Map. Und ich muss sagen, dieser BMW M3... Der fährt sich mega gut. Leute, das ist ein mega, mega cooles Auto, muss ich sagen. So, und hier ein Fußballfeld. Hallo. Guck mal, einfach so ein Fußballfeld, Leute. Und ich glaube, man kann da sogar Fußball spielen, oder? Kann man jetzt einfach Fußball spielen? Ich glaube schon. Also alles sehr, sehr verrückt. Aber Leute, wir wollen auf jeden Fall mal gucken, wie wir unser Autohaus noch größer machen können. Ich muss das jetzt halt erst noch mal wieder finden. Ich glaube, das war hier vorne, oder? Hier vorne links. Ja, hier war das mit diesem anderen BMW M3. Der fährt hier einfach mal in seinem Autohaus rum. Das ist die von Koss, ein Papa. Und hier, ich bin Brocks Dealership. So, und er hier, er ist auf jeden Fall ganz happy, weil er anscheinend... So, okay, wir kamen gerade fast gar nicht mehr raus. Guck mal, er kann jetzt hier einfach in unseren Dealership reingehen, Leute. Ich würde mal sagen, wir brauchen hier auf jeden Fall mal, zack, nochmal ein paar Wände, damit hier nicht irgendwelche Leute in unser Haus hier reingehen. So, boah, $3000 kostet das jetzt hier sogar schon. Okay, 3000. So, auch nochmal wieder die Fensterscheiben kaufen. Die kosten auch wieder 3000. Eieieiei. Okay, was kann man hier jetzt machen? 16.500? Was? Okay. Also wir kriegen gerade 111, alle zwei... 19.000? Leute... Ey, wir haben gleich schon kein Geld mehr. Und ich habe einfach mal schon Robux ausgegeben. Okay, warte mal ganz kurz. So, ich möchte jetzt hier mal ein bisschen ein paar Sitze hinmachen. Guck mal, der bewundert hier den Honda Civic. Findest du den Wagen gut? Magst du den, Daniel Thal? Magst du den Wagen? Ich finde ihn auf jeden Fall mega, mega cool. So, hier einmal ein paar Sitzmöglichkeiten. Bob hier. Oh, auf elegant sogar in schwarz und braun, Leute. Mit dem Holz, mit Holz oben drauf. Dann könnten wir uns hier noch ein Königseck kaufen. Für $600. Okay, krass. Oder halt auch noch ein Camaro. Ich würde mal sagen, hier kaufen wir uns auf jeden Fall erstmal hier diese Wand. So. Und dann auch nochmal Fensterscheiben. Dann sind wir hier, glaube ich, sogar schon fast geschützt. Und Leute, hier auch nochmal für $14.500 so eine Wand holen. Oha. Ja, und auch nochmal Fensterscheiben für $17.000. Okay. Dann sind wir sogar schon fast alles geschützt. Leute, wir haben jetzt einfach schon fast gar kein Geld mehr. alles klar, können wir das hier auch kaufen? Was ist das hier, bitteschön? Das ist VIP. Komm, Leute, wir holen uns jetzt mal VIP. Ich möchte mal wissen, was man da so im Büro machen kann. So, ich denke mal, es wird jetzt auch gleich freigeschaltet. Aber wir haben jetzt einfach schon kein Geld mehr. Warte mal, lass uns mal ganz kurz den Camaro holen. So, zack. Bob, bisschen die Reifen. Hier wieder aufwerten. Zack, zack, zack. Und jetzt haben wir schon gar kein Geld mehr, Leute. Das kann doch nicht angehen. So, warte mal, kann ich jetzt hier mal kurz reingehen schon? Ich habe es ja jetzt gerade gekauft. Könnt ihr mich hier reinlassen irgendwie? Ne, gekauft habe ich das jetzt schon. Müssen wir mal kurz warten. Ja, ich glaube, ich muss einfach mal nochmal mehr Geld aufladen. Und ey, der kommt hier mit seinem M3 vorne ran. Okay, warte mal, pass auf. Wir kaufen uns jetzt mal hier wieder $100.000 für 275 Robux. Muss ich sagen, ja, ist eigentlich relativ teuer, das Spiel. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so auch, vor allem, wenn man auch einzelne Teile kaufen muss. Hätte ich nicht gedacht, dass das so teuer ist. Hier jetzt auch wieder die ganzen Felgen einzeln kaufen. Die kosten einfach schon 3000, Alter. Gut, wir kriegen natürlich auch mit jedem Kauf ein bisschen mehr Geld alle 2 Sekunden. Aber so viel Geld, wie wir da ausgeben. Und ey, der steht einfach in unserem Camaro drin. Komm da raus, mein Junge. So, komm mal lieber ganz schnell raus. So, hier auch nochmal hinten kaufen. Vorne mal die Lichter, zack. Und auch nochmal die Rücklichter. Oh, sehr nice. Und dann, Leute... Zack, und jetzt können wir das ganze Ding wieder spawnen. Bub, Leute, spawnen. Und wir haben auch einfach schon wieder für das Ding, ich glaube, $40.000 wieder ausgegeben. Das kann doch nicht angehen, dass das so teuer ist. So, pass auf, wir gucken mal hier. Was ist dann überhaupt noch hier rechts irgendwo? Kann man hier noch irgendwas anderes machen? Irgendwie was richtig Cooles entdecken? Irgendwie so einen coolen Park fahren oder so? Und Tatsache, hier sind einfach auch noch so eine Rampen, die man fahren kann. Und jetzt mit Vollkarache, wow! Oh, nein, wir sind voll gegen den Baum geflogen. Ich glaube, unser Auto hat das nicht so gut eingesteckt. Alter Schwede, jetzt ist es so ein bisschen am Rumpeln hier, das Auto. So, aber lass uns mal wieder ganz schnell zurück zu unserem... nein, jetzt hängen wir fest, oder? Oh, das kann doch nicht angehen. Komm, bitte, lass mich hier wieder... Ja, wir können das Auto zum Glück... Ey, ich bin im Auto gefangen, lass mich hier raus. So, okay, jetzt lass mich hier wieder rein. Ich will jetzt wieder ein bisschen Auto fahren. So, lass mich hier rein, ich will wieder Auto fahren. So, dann lass uns mal wieder zu unserem Autohaus fahren und das mal wieder ein bisschen erweitern. Aber ich muss bis jetzt sagen, ist ganz schön teuer. Also, ich kann euch dann nur empfehlen... Und warte mal, ist da vorne ein Looping? Was? Da vorne ist einfach ein Looping? Oh mein Gott, Leute. Okay, pass auf. Wir fahren jetzt hier mit Vollkaracho
in diesen Looping gleich rein. So, bisschen Speed aufbauen. 95. So, oh, okay. Und jetzt Abfahrt in den Looping, Leute. Yeah! Ey, wow, wow, wow. Okay, ich glaube, wir haben noch nicht genug Geschwindigkeit für den Looping. Lass uns doch erstmal unseren Wagen ein bisschen aufwerten, vielleicht noch einen neuen holen und dann nochmal mit einem anderen Auto den Looping probieren, weil ich würde am liebsten echt noch diesen Looping heute mal fahren. Das Auto wieder schön hier hinparken, damit die Leute auch so ein bisschen den Geschmack bekommen, was man hier so zu bieten hat, Leute. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall auch noch eine Tür, damit man natürlich die Leute rein und nicht reinlassen kann. Guck mal, jetzt ist zum Beispiel abgeschlossen. Obwohl, komm, du mit deinem Mercedes, komm mal rein. Komm mal reingefahren hier, wenn das überhaupt passt durch die Tür. Der hat einfach einen richtig schönen Mercedes, ne? Ich glaube, das ist irgendwie ein Mercedes E63, glaube ich. So, hier, zack, wieder zumachen. Jetzt kann keiner hier rein, außer von hier hinten. Ja, ich würde mal sagen, wir machen auf jeden Fall... Oh, ich könnte mir auch einen Tesla Roadster kaufen. Eieiei. So, lass uns mal hier nochmal... Oh, guck mal, jetzt kommt er nämlich von da rein. Jetzt hat er einfach seinen Mercedes hier reingeholt. Ich glaub's ja nicht. Kollege, einfach deinen Mercedes reingeholt. So, hier, zweite Sitzmöglichkeiten. Und nochmal hier die Wand holen, dass er hier gar nicht mehr rauskommt. Machen wir jetzt so, dann kommt er hier gar nicht mehr raus. So, zack, das Fenster kaufen. Und jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz gucken. Ich habe ja eben noch das VIP-Büro gekauft. Ob wir da jetzt irgendwie vielleicht beim VIP-Büro irgendwas jetzt machen können. Weil ich habe ja dafür jetzt gerade 175 Robux, glaube ich, bezahlt. Aber bis jetzt davon noch gar nichts gesehen. Oh, wir können ja sogar so eine kleine Pflanze hier machen. Und er hat jetzt hier sein Auto einfach reingepackt. Das, was man eigentlich bekommt. Also normalerweise, genau, das ist der Mercedes C63, nicht E63. Tut mir leid, meine Damen und Herren. So, also er hat jetzt hier uns den Mercedes geschenkt, den wir eigentlich jetzt hier zusammenbasteln könnten. Das hat er jetzt einmal für uns gemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal mega nett von ihm. So, hier nochmal noch ganz kurz die Wände hier kaufen und dann mal kurz gucken. Ich habe jetzt hier VIP gekauft, Leute. Was bringt jetzt denn hier VIP? Muss man jetzt hier irgendwie beim Pass irgendwas machen? So, VIP haben wir gekauft. Aber die Frage ist, was bringt uns denn jetzt VIP? Können wir davon irgendwelche anderen Autos holen? Nee, anscheinend nicht. Oh, man kann hier sogar auch noch... Unten ist hier Lamborghini, Leute. Porsche GT3 RS. Oh mein Gott, okay. Was gibt's denn hier noch so? Man kann ja... Oh, man kann seinen Namen benennen. Brox Dealership. Würde ich jetzt mal den ganzen Aal hier umbenennen. So, zack. Umbenannt, Leute. Sollte man eigentlich Brox Dealership heißen. So, aber das Ding ist... Oh, hier kann man auch noch... Genau, dass man hier auch noch parken kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier sind noch ein paar Parkplätze vorne. Aber das Ding ist, guck mal, ich kann mir jetzt schon gar nichts mehr leisten. Ich muss mir schon wieder einfach Robux kaufen. Also komm, wir machen jetzt noch einmal, aber sonst ist das Spiel einfach zu teuer. Dann spielt das lieber nicht, sondern guckt es einfach lieber dann bei mir, Leute. Weil das ist wirklich echt schon zu teuer. Ich habe jetzt hier schon fast 10 Euro ausgegeben für das ganze Spiel. So, komm, wir holen uns jetzt hier nochmal die Fenster. Okay, sieht auf jeden Fall jetzt ordentlich aus. Und jetzt hier, ihr seht hier ja, das sind hinten die Hintertüren. Die kosten $45.000. Das ist ja total übertrieben teuer. So, zack, $45.000 kosten die Türen. Und was? Es kostet auch noch... Ach, oh mein Gott, so ein Empfang kostet auch nochmal 50.000. Und wir kriegen gerade mal nicht mal 300 alle 2 Sekunden. Leute, das ist eigentlich total schlecht. Das ist total teuer. Guck mal, wir haben jetzt gerade schon wieder aufgeladen. Haben sogar VIP gekauft. Man kann ja nirgendwo auch irgendwie so einen Boost oder so holen. Gut, man kann dir zweimal Cash holen, aber das bringt uns jetzt auch nicht wirklich besonders viel. Dann haben wir 600 alle 2 Sekunden. Da kann man für sowas richtig, richtig lang warten, Leute. Warte mal jetzt ganz kurz. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns jetzt mal hier. Komm, ich mache das jetzt für euch. Wir kaufen jetzt hier uns den Tesla Roadster, weil ich einfach so ein Tesla-Fan bin. Kaufen wir uns jetzt hier, bub, für 750 Robux, Leute. Macht mir das nicht nach. Das ist wirklich richtig, richtig teuer. Den haben wir jetzt gekauft, oder? Sollten wir eigentlich den Tesla haben. Den habe ich jetzt gerade gekauft. Kommt der jetzt auch nochmal hier? Hö, Leute, ich habe doch gerade... Ah, jetzt, okay. Oh, die müssen jetzt auch noch zusammenbasteln. Oh, ich glaub's doch nicht, Leute. Guck mal. Zack, 10.000 pro Reifen. Was? Okay, hier auch nochmal 12.000. Und jetzt? Da habe ich schon wieder kein Geld mehr. Das kann doch nicht angehen. So, warte mal jetzt ganz kurz. Wir holen uns jetzt nochmal hier $100.000. Also, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Robux für ein Spiel ausgegeben, Leute. Also, wenn da... macht das auf gar keinen Fall nach. Also, das ist wirklich richtig, richtig teuer, was ich hier mache. Weil man alle Parts alleine kaufen muss. So, hier, zack, das auch noch. Dann hinten den dritten Teil und dann auch noch den vierten Teil. Und dann haben wir schon wieder kein Geld. Das kann doch nicht angehen, Leute. So, warte mal, wir brauchen jetzt noch 2 Sachen. Komm, wir kaufen jetzt noch einmal ganz kurz. So, Cash, Leute, wir kaufen jetzt noch einmal ganz kurz $45.000 für 140 Robux. Alter, so viel Geld für ein Spiel ausgegeben. Macht man das bloß nicht nach. So, jetzt hier noch, zack, Rücklichten. Lichter und jetzt, genau, der Tesla hat ja keinen Auspuff, ist ein Elektroauto. Und jetzt das Ding hier soll anscheinend richtig, richtig schnell sein. Okay, also Tesla, dann wollen wir doch mal zum Looping. Und ihr hört ja, das Auto hat keinen Sound und es geht auch wirklich übertrieben schnell ab. Guckt euch das mal an.
Leute, das Ding ist übertrieben schnell. 146 km/h. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Wir fahren jetzt mal hier nach links. Vielleicht können wir direkt den Looping nehmen. Oh nein, wir haben uns überschlagen. Oh nein. Tesla. Nein, bitte. Bitte Hilfe. Ich brauche Hilfe. Mein Auto liegt auf dem Kopf. Oh, okay. So kann man es auch machen. Auch nicht schlecht. Okay, dann lass uns mal ganz schnell hier Anlauf holen, Leute. So, einmal eine Kurve fahren. Und jetzt mit Vollkaracho 120 den Looping nehmen. Ja, fast. Okay, warte mal. Das war relativ knapp. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich muss jetzt hier irgendwie nur, Hilfe. hallo, ich möchte jetzt hier auch noch... Hängt jetzt mein Auto hier fest? Das kann doch nicht angehen, dass jetzt hier mein Auto festhängt. Hallo, Tesla. Bitte, ich muss dich hier irgendwie rausschieben. Oh, wir können hier sogar zurückspawnen. Okay, auch nicht schlecht, aber, lass mich jetzt hier rein. So, reinlassen. Tür wieder zu. Okay. Und das ist so eine Frechheit, wie viel das hier alles kostet, ne, Leute. Ich meine, wir haben noch nicht mal die Treppen. Und wir müssen jetzt die ganze Zeit warten. Guck mal, fünf. Guck mal, pass auf. Wir können es hier mal kurz noch hinten bisschen. Ah, genau. Hier einen zweiten Parkplatz können wir noch kaufen. So, zweiter Parkplatz ist gekauft. Hier noch ein Dingens. Dann noch eine Treppe bauen. Und dann gibt es hier einfach noch eine zweite Etage. Ihr seht es ja hier, die zweite Etage. Und die wird richtig teuer sein, glaube ich. Ihr seht hier schon, $75.000. Leute, das ist so frech. So, komm. Das ganze Spawn ist hier wieder. So, Tesla rein hier und Abfahrt, Freunde. Yeah. Oh, warte mal, hier auf jeden Fall nochmal Frontparking. Das wird das auch nochmal gekauft. So, haben wir nochmal einen Frontparkplatz. Und jetzt hängen wir schon wieder fest. Ist jetzt nicht im Ernst, oder? Wir hängen jetzt einfach schon wieder fest. Wir können jetzt schon wieder unseren Tesla holen. So, jetzt aber vielleicht mit Vollspeed, Leute. Vielleicht müssen wir die Kurve einfach ein bisschen besser nehmen. Lass uns nicht überschlagen. So, ganz vorsichtig hier. Ganz vorsichtig. Und jetzt mit Vollspeed in den Looping rein. Yeah! Nein! Oh, aua! Nein, das kann doch nicht angehen, dass wir mit diesem Wagen einfach nicht den Looping schaffen. So, pass auf. Wir fahren nochmal zurück hier. Wir hängen jetzt hier schon wieder fest. Leute, ich glaube, wir schaffen den Looping einfach nicht. Der Looping ist einfach... Der ist zu mächtig. Also keine Ahnung, wir waren gerade schon Topspeed, aber irgendwie haben wir den Looping trotzdem nicht geschafft. Wir werden nämlich heute mal in Roblox probieren, welcher Treibsand denn so am gefährlichsten ist. Diese Frage stellen wir uns nämlich heute und diese Antwort bekommt er nämlich. Denn so werden wir auf jeden Fall im Leben immer gewappnet sein. Wir haben hier sogar Schleim, Moor, also alles, was ihr quasi in echt so sehen könntet, wenn ihr auf jeden Fall auf verrückte Reisen geht. So, ich würde mal sagen, wir fangen auf jeden Fall schon mal an mit Schlamm und hier sind auf jeden Fall auch andere Leute am Start. Und oh Gott, wenn man da reingeht, warte mal. Ich gehe jetzt in den Schlamm rein und ich versinke langsam. Oh Gott, aber man kommt. Guck mal, wenn man im Schlamm drin ist, kommt man halt doch relativ leicht wieder raus. Ich glaube, je länger man stehen bleibt, desto mehr rutscht man dann rein, ne, Leute. Aber, oh Gott, okay. Ey, das ist ja mega, mega cool. Also Schleim ist auf jeden Fall schon mal eins der etwas ungefährlicheren Sachen. Sollte man aber trotzdem unterschätzen, vor allem, wenn man halt richtig dreckig wird, ne. Also, da wird auf jeden Fall eure Mutter euch nicht freuen, wenn sie das Ganze in die Waschmaschine machen muss. Als nächstes haben wir jetzt hier Ton am Start und es ist jetzt hier, oh Gott, ach, Ton ist denn hier, oh, jo, wir, oh, Hilfe, was, wir versinken extrem schnell davon, ne, guck mal, wir versinken einfach extrem schnell, warte, was passiert eigentlich, wenn ich komplett versinke, oh nein, 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 meine ganze Welt wird gerade voller Schnee oder so, das gefällt mir gerade gar nicht, ich glaube, ich setze mich ja wieder ganz kurz zurück, aua, oh Gott, okay, also das heißt, je tiefer man geht, desto mehr spürt man quasi diesen Effekt vom Ton und sonstigen Dingen, wir haben jetzt auch Teer, ah, das heißt, wenn jetzt so Asphalt frisch gemacht wurde, Leute, auf der Straße, das ist dann einfach Teer und aus dem kommt man eigentlich nicht mehr raus, ne? Oh Gott. Guck mal, ich bin voller. Leute, ich bin voller Teer. Hilfe! Hilfe, ich brauche Hilfe! Hilfe noch jemand! Hallo du! Du musst mir helfen, bitte! Kann ich den greifen? Oh nein! Nein, 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 nein! Mein Gesicht! Mein Gesicht! Oh! Oh Gott, wir sind unter Teer! Kann ich wieder hochkommen? Ne, wenn man einmal unter ist, Leute, kommt man anscheinend nicht mehr hoch. Ey, was? Ich kann jetzt nicht mehr hochgehen, ne? Das geht nicht, ey. Ey, wir haben hier auf jeden Fall noch viele, viele andere Sachen am Start. Und das Coole ist halt, guck mal, wir haben jetzt erstmal jetzt Treibsand. Das ist der originale Treibsand, Leute. Sogar trockenen Treibsand. Okay, warte, ist das hier ein Unterschied irgendwie? So, das ist Treibsand. Und ich merke schon, man kommt da relativ schwer wieder raus. Also, man kann halt so rübergehen. Aber der ist eigentlich noch relativ entspannt. Oh Gott, ey, jetzt sind meine Hände auch schon wieder gelb. Ah, guck mal, was ist, wenn ich jetzt laufe? Fühlt das ein bisschen eklig an, ne? Wie sieht das aus beim trockenen Treibsand? Ist der irgendwie gefährlicher, Leute? Oh nein, 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 nein. Ich komme nicht mehr raus. Oh Gott, ich komme doch noch raus. Ey, Leute, das sieht auf jeden Fall echt hier alles mega gefährlich aus. Das haben wir jetzt hier nassen Treibsand. Oh, Junge. Jo. Nein, 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 nein. Nein, 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 lass mich hier raus. Ey, Leute, Hilfe. Ich springe noch schon die ganze Zeit. Aber irgendwie der nasse Treibsand. Ah, Hilfe.
Hilf mir doch jemand da vorne! Na! Okay, also nasser Treibsand macht uns auf jeden Fall auch anscheinend relativ kaputt, Leute. Ich will mal wissen, was passiert, wenn wir jetzt hier in Schleim reingehen. Wir haben jetzt hier Schleim, Leute. Und in Schleim passiert eigentlich, wie man sehen kann, ist Schleim eigentlich relativ entspannt. Man hat da natürlich danach hier diese Glibberform. Die sieht auf jeden Fall auch echt mega cool aus. Bei Moor ist es dann so, wenn man zum Beispiel jetzt hier in so einem, das sehen wir ja fast gar nicht. Also Moor ist auf jeden Fall auch noch richtig, richtig entspannt, ne? Wir haben hier noch richtig viele verrückte Sachen. Was haben wir hier jetzt gerade? Wir haben nämlich anscheinend Glückwunsch. Hä? Ist das so Wackelpudding? Oder was soll das sein, Leute? Oh nein, sagt jetzt nicht, dass hier ist Kacke, oder? Oh Leute, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Geh mal ganz kurz weg, Kollege. Wir haben hier einmal den Dschungeltreibsand. Ah, die ist sogar noch Lava. Okay, warte mal, Dschungeltreibsand. Oha. Jo, der ist ja voll gefährlich. Guck mal, wie tief wir hier sinken. Einmal beim Dschungeltreibsand. Dafür steht auch vielen Dank für die Unterstützung. Hilfe! Oh Gott, ich bin ein bisschen angetroffen. Was ist das denn hier? Wir können hier was kaufen, Leute. Ich glaube, ich kaufe es mal ganz kurz. Ich will hier vorne auf jeden Fall noch abchecken, wie es ist, wenn wir zum Beispiel in Lava reingehen. Ist sogar Honig, Leute. Okay, Lava muss ich doch locker direkt... Oh! Ja. Okay, ich glaube, zu Lava musste ich jetzt nicht viel sagen, Leute. Ich meine, wir können da halt echt nur eine Sekunde reinspringen. Honig soll ja auch anscheinend mega, mega klebrig sein. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir quasi... Wenn wir durch Honig... Wir haben direkt richtig klebrige Beine. Warte, wenn ich jetzt wieder rauslaufen möchte, klebe ich doch locker richtig am Boden fest, ne? Warte, wir haben jetzt hier Nassbeton. Okay, warte, das ist jetzt Beton. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, Leute, ich bin jetzt hier gerade anscheinend Honig und Beton, ne? ich bin damit voll gemischt, Leute. Jetzt haben wir dichter Treibsand. So, dichter Treibsand. Okay, das brauche ich anscheinend gerade echt. Also, in der Zeit, wo ich versunken bin, ne? Ja, guck mal, der hilft mir sogar raus, Leute. Der hilft mir raus. Was ein Ehre, Mann. Wie nett der einfach ist, ne? Der packt mir jetzt hier einen Honig. Ist echt nett von dir. Dankeschön. Hallo, kannst du mich loslassen? Warte, ich muss jetzt hier krank gepackt werden. Mal. Jetzt hänge ich hier fest. Der hat mich festgemacht, Leute. Jetzt hat er mich in Honig reingeklebt. Mann, muss ich wieder zurücksetzen. Oh, der Todesspagat. Kann ich eigentlich auch die anderen Leute greifen und die dann in so Sachen reinpacken? Weil wir hatten jetzt hier gerade den dichten Treibsand oder gebrochener Schlamm. Und der gebrochener Schlamm macht halt auf jeden Fall dreckig unsere Hose dreckig. Aber der ist auf jeden Fall jetzt nicht wirklich gerade sehr, ja, wie kann man es sagen, Leute, gefährlich. Ne, Moor. Jetzt nochmal Moor mit... Oh, das ist denn... Oh, guck mal, man kann fast gar nicht rausgehen, ne? Ey, wir haben sogar noch Obbys. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt hier einfach nehmen, Leute? Kann ich den jetzt einfach nehmen? Oh, mein Gott. Ich hab ihn. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt einfach nehmen und zu Lava hingehen und ihn da reinschmeißen, Leute? Ja, das wäre ja zu krass. So, komm schon, Kollege, komm mit. Ich pack dich jetzt in Lava. Haha. So, Lava rein und zack. Er hat's rausgeschafft. Nein, 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 nein. Das war nur ein Prank. Ich hab ihn. Ich hab ihn, Leute. Ja. In die Lava mit dir. Oh nein, okay. Ich glaube, wir müssen jetzt hier schnell durchziehen, Leute. Wir haben uns jetzt ein paar Feinde gemacht. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Wir haben nämlich noch ein paar mehr Sachen am Start. Und zwar haben wir jetzt hier einmal Obleg. Was soll ein Obleg sein? Oh, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gefährlich, Leute. Oh, das sieht echt sehr gefährlich aus, das Ding. Obleg, was ist denn das, bitteschön? Das ist, glaube ich, kein... Oh, ist das Kaugummi? Wie sehe ich denn aus? Schmutzig und sauber zugleich. Dschungelschlamm. Was haben wir hier noch gerade? Warte mal, ist das Dschungelschlamm? Ja, auf jeden Fall auch relativ... Also bis jetzt auf jeden Fall Lava am gefährlichsten, Leute. Was ist denn jetzt hier? Oh Gott. Jo, ich komme nicht mehr hoch. Hilfe! Hilfe, was ist das? Was ist das? Wo bin ich drin? Das ist ja eklig. Ich glaube, es ist eklig. Ich bin ganz dunkel. Ich bin ganz vollgeschleimt. Ey, nein. Lass mich hier raus, bitte. Ey. Hey, was war das denn jetzt gerade, wo wir drin waren, Leute? Das sah ja übertrieben komisch aus, ne? Warte mal, ich gehe mal hier vorne mal ganz kurz hin. Weil ich glaube, wir haben noch gleich die Obbys, die wir machen können. Aber das sah ja richtig komisch aus. Guck mal, er kommt da auch fast gar nicht mehr raus, Leute. Was haben wir denn hier jetzt? Flüssig Miere. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir haben auf jeden Fall ja noch die Seite hier am Start. Und zwar haben wir noch hier Nassschlamm, dichtes Gurtband. Was? Dichtes Gurtband? Oh Gott, das ist einfach meine Hose. Auf Stein? Seife. Ist doch eher rutschig. Ey, als ob ich in Seife so doll versinke. Ich dachte, es ist eher rutschig. Hilfe! Hä, Seife? Hä, warum ist Seife so krass? Ey, ich bin jetzt ein Seifenmensch. Leute, ich komme bei Seife nicht mehr hoch. Ich kann so viel drücken, wie es geht.
Ich werd von Seife ersticken. Aua. Hätte nicht gedacht, dass Seife so gefährlich ist, Leute. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen. So, warte mal, was haben wir jetzt noch hier vorne? Weil ich glaube, wir haben hier vorne... Gülle. Oh, Gülle ist, glaube ich... jetzt sehe ich richtig scheiße an den Beinen. Buchstäblich nur ein Loch. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, Leute. Yippie. Nein. Nein, nein, nein. Oh, da sieht man noch die ganzen anderen Löcher. Wie cool ist das denn? Nee. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, hier fast alles abgecheckt. Ich will jetzt aber ganz kurz wissen, was das hier für Obbys sind, Leute. Ob wir dadurch halt irgendwas Krasses entdecken. Irgend so eine Mischung aus gefühlt manchen... Hier ist sogar McDonald's. Das heißt, hier haben wir, glaube ich, gerade fettig. Ganz, ganz viel Fett hier auf dem Boden, Leute. So, jetzt hier ganz vorsichtig rüber. Und jetzt sind wir hier sogar schon hier im nächsten Bereich. Und jetzt haben wir anscheinend hier gerade die Obby schon abgeschlossen, wo wir jetzt hier gerade sind. Das sieht auf jeden Fall gerade echt mega cool aus. Kommen wir jetzt auch nochmal irgendwo speziell raus, wo wir so eine zweite Etage gehen. Gut gemacht für die Obby. Okay, also wir hatten jetzt, glaube ich, gerade vorne gerade noch eine zweite Obby, ne? Okay, ich gehe mal ganz kurz wieder vorne, Leute. Jetzt schaffen wir auf jeden Fall die Obby. Hier bei dem Ding. Das war ganz schön knapp. Okay, hier müssen wir, glaube ich, am besten so außen ran springen, um dann hier hoch zu klettern. Ja. Nein! Nicht in die McDonald's. Och, nö. So, jetzt schaffe ich aber die Obby, Leute. Kein Problem hier. Hier kein Problem auf der Titanic. So, okay. Pass auf, jetzt hier schön einmal. So, hier hoch. Okay, das hat jetzt wieder nicht funktioniert. Ich muss, glaube ich, jetzt hier einmal links außen. Kletter! Kletter! Kletter doch! Was machst du denn? Hör auf, das Ding zu rammeln! Ey, Leute, ohne Spaß. Er kommt ja nicht mehr hoch, ich häng fest. Also, die zweite Obby schaffen wir anscheinend nicht. Das Gefährlichste war auf jeden Fall Lava, Leute. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt mit Treibsand und allgemeinen Experimenten, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt die beiden Videos aus. Haut da rein, bis morgen. Ciao, ciao.